Heute Abend, in dieser Predigt, machen wir weiter mit der Reihenfolge von Predigten über Nachsinnen. Nachsinnen. Mein Titel, wir könnten es später prüfen, ob es grammatikalisch stimmt, sind nach über Christi Vergangenheit und seine, muss man über jedes Mal wiederholen oder nicht, und über sein jetziges Existenz und Zukunft und in der Gegenwart und in der Zukunft, um in der Gegenwart und in der Zukunft all Gottes reichen Segnungen mit Christus zu genießen. Sinne nach über seine Vergangenheit, sinne nach über seine Gegenwart, sein jetziges Existenz. Es ist der Existenz, das über die, seine jetzige Existenz, sinne nach über Christi Zukunft. Dann kommen wir jetzt vorwärts mit ihm und werden wir in der Zukunft vorwärts kommen, durch dass wir all Gottes reichen Segnungen mit Christus und in Christus und durch Christus genießen werden. So, heute Abend geht die Predigt über Christus, Nachsinnen über Christus. So, wir fangen an mit Christi Vergangenheit. Wir fangen an mit Lukas Kapitel 6, Vers 12 und weiter. Lukas Kapitel 6 und Vers 12. Überschrift: die Wahl der 12 Apostel. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und jetzt brauche ich nicht mehr, um euch zu sagen, Gebet und Nachsinnen gehen immer zusammen, sind untrennbar wie siamesische Zwillinge. Ich habe dies mehrmals motiviert, ich mache es nicht wieder. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Wir treffen mehrmals so eine schnell eine Entscheidung. Ach, ich werde es machen. Okay, lass es machen. Livestreaming oder diesen Dienst werde ich machen. Aber Christus hat es als notwendig betrachtet, um die ganze Nacht hindurch zu seinem Vater zu beten und nachzusinnen über was die Worte, die in ihm lebten, weil wir wissen, wir lesen in Johannes Kapitel 15, er ist auf eine einzige Weise in seinem Vaters Liebe geblieben, durch dass die Worte seines Vaters ihm geblieben sind, und dies ist nur stattgefunden durch Nachsinnen. In dem Moment, wie ich euch letztes Mal gesagt habe, wenn wir aufhören werden mit Nachsinnen über Gottes Wort als lebendiges Wort, über Gottes Worte, werden wir nicht mehr mit ihm im Einklang sein können. So hat Christus uns das Vorbild als Mensch gezeigt. Als der letzte Adams Mensch. Er hat es als notwendig betrachtet, zu diesem Ziel, mit dieser Absicht, ist er hinausgegangen auf den Berg, hat er alle die Jünger hinterlassen, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott, weil er gewusst, morgen, wenn die Morgenröte da sein werden, werde ich die Jünger zu mir rufen. Ich habe 70 Jünger. Ich habe sie herausgesandt, aber aus ihnen muss ich 12 wählen. Und er wollte doppelt sich stellen. Wer in Gethsemane doppelt sich stellen wollte, sollte ich doch diesen Kelch trinken. Gibt es nicht einen anderen Weg. Merke doch, er war Mensch gewesen. Als Mensch musste er sich stellen. Und er hat die ganze Nacht gebraucht. Wie viele Nächte hast du durchgebetet? Okay, ihr braucht nicht die Hände hochzuheben. Ich möchte euch nicht rot von Scham machen. Okay, Vers 13. Und als es Tag wurde, mit anderen ganz früh hat er die Dinge gemacht, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12. Wahrscheinlich hat er die 70 zu ihm gerufen, und dann fragten sie, wer wird er jetzt wählen? 70, wird er mich wählen? Komm, Judas Iskariot. Er musste sicherstellen. Judas Iskariot. Der valse Jünger. Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, etc.
Wie abhängig war er als Mensch von seinem Vater? Und er musste so nachsinnen. Und diese zwei sind abwechselnd gemacht worden, die ganze Nacht hindurch. Und er hat dann, ja, als es Tag wurde, genau gewusst, war, er hat die ganze Nacht hindurch sichergestellt. Ich höre die Stimme meines Vaters richten. Rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Ganz besonders war es, um Apostel genannt zu werden. Die 12 Leiter. Er hat schon dann gewusst. Ich denke, sein Vater hat dies bestätigt zu ihm in der Nacht, als er gebetet hat. Als er betend geblieben ist und als er nachgesinnt hat. Nachsinnen geblieben ist. Er wird nicht ganz lange sein. Beim Abendmahl ist der Teufel ihn besessen. Er wird rausgehen. Dann wird Paulus der 12. Apostel werden. Aber eine kurze Zeit lang musste er Apostel genannt werden. Kann man nicht glauben. Vers 14. Simon, den er auch Petrus nannte. Ach, Simon war doch so wichtig. Mit Beinamen Petrus. Petrus war seine Beiname. Simon, Sohn des Jonas, war doch der Leiter. Und dessen Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, Philippus und Bartholomäus. Von Vers 15, Matthäus und Thomas, ach der zweifelnde Thomas. Jakobus, den Sohn des Alphaeus und Simon genannt, der Zelot, der Eiferer. Die Zeloten waren eine Gruppe von Juden, die römische Herrschaft mit Waffengewalt abschütteln wollten. Und dann letzten Endes Judas, den Sohn des Jakobus. Und Judas, nein, vorletzten dann Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Warum so entscheiden? Er hat gewusst, dies ist wichtiger als alles andere. Würde ich die falschen Leute hier wählen, Leute nicht ganz treu sein werden. Würde ich nicht Judas Iskariot werden, werde ich nicht verhaftet werden durch die römische Soldaten. Werde ich nicht sterben können. Mein Vater hat mir dies gesagt. Ich habe nachgesehen über sein Wort und ich habe gewusst, ja, ja, dein Wort lebt in mir, Judas Iskariot. Und Petrus, sein Vater hat zu ihm bestätigt, glaube ich, in dieser Nacht, er muss den Königreich, ich gebe ihm persönlich als Mann den Schlüssel, das Königreich Gottes aufzuschließen, zuerst für die ersten Juden und danach für die ersten Heiden. Cornelius. Paulus ist später geworden Apostel zu den Heiden, aber wir wissen, wie die Juden mehrmals waren damals. Ich möchte nicht jetzt Juden beleidigen, mache ich es auch nicht. So, ich bin vorsichtig. Aber hätte Petrus nicht als ihr Apostel die ersten Leute gewonnen für den Herrn, hätten sie wahrscheinlich gesagt, nein, wir kennen Paulus noch nicht lange genug. Aber weil Petrus es getan hat und Gott hat mächtig, sie waren dabei, Repräsentanten von den jüdischen Brüdern, dann hatten sie gesagt, jetzt schweigen wir, wir wehren uns nicht länger dagegen. So hat Gott auch an den Heiden Buße zum ewigen Leben geschenkt. Er hat einen Grund gehabt, sein Vater hat einen Grund gehabt für jede Person, er hat einen Grund für jede Sache, für jeden Apostel. Und er musste doppelt sicherstellen, die Worte seines Vaters über dieses 12 hat in ihm gelebt, nachsinnig und Gebet, in absoluter Abhängigkeit von seinem Vater, weil alles wurde davon abhängen, wird er die richtigen Leute wählen als Apostel. Ja, er hat, und deswegen haben sie richtig aufgesehen, sie waren treue Männer, nur mit der Ausnahme von Judas Iskariot. Alle guten Dinge sind daraus hervorgekommen, weil er nicht einen Fehler gemacht hat als der letzte Adams Mensch. Ach, lass uns doch abhängiger werden durch Nachsinnen die ganze Nacht nur während wir beten. Dann werden wir weniger Fehler machen, werden wir besser vorwärts kommen. Dann kommen wir jetzt zu Jesaja. Wir beschäftigen uns immer noch mit Christi Vergangenheit.
Jesaja Kapitel 50. Jesaja Kapitel 50 ab Vers 4 bis Ende von Vers 10. Alles fing an mit Gebet und Belehrung im Nachsinnen. In diese Versen 4 bis 10, wie viele Versen sind dies? Diese 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7 Versen finden wir wunderbare Dinge, alle entscheidenden Dinge. Aber bevor wir dies behandeln, lass ich sagen, was haben wir in Apostelgeschichte 5 gefunden? Ach, ich meine in Hebräer Kapitel 5. Ich hoffe, ich werde den richtigen Vers schnell finden, ja? Wo er gebetet hat in Gethsemane, ja. Vers 7 dieser. Sein Vater hat gesagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Vers 7, dieser hat in den Tagen seines Fleisches, das heißt in der Zeit seines Menschseins auf Erden, in Israel, sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht. Mit lautem Geschrei steht es geschrieben in Elberfelder. Mit lautem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, so hat er gebetet. Laut. Er hat geschrien. Laut. Ich weiß nicht, wie gut Johannes und Petrus und Judas im Herrn, Johannes, Petrus und Jakobus ihn hören konnte, weil so weit wie man einen Stein werfen kann, so weit war er von ihnen gewesen, als er gekniet hat und gebetet hat. Und obwohl, ja, er hat laut gebetet und letzte Teil wird unterschiedlich übersetzt. Wir haben heute eine Menge Bibel gesehen. Wahrscheinlich, möglicherweise die beste deutsche Bibelübersetzung. Ich will noch feststellen, ich möchte eine Menge Bibel bekommen, wie der Mann es hatte, der hier war. Und feststellen, wie er dies übersetzt hat. Letzter Teil von 7. Und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Ich bin für die Übersetzung wie in unserer Muttersprache aus dem Hebräischen. Und er ist auch erhört aus seiner Angst. Er war ganz ängstlich. Warum denkt ihr, war seine Schweiß wie rot wie Blut geworden? Ängste. Mein Vater wird mich verlassen. Ich hasse die Sünde. Ich muss jetzt zur Sünde gemacht werden. Mein Vater wird mich verfluchen. Ängste. Und er ist aus seiner Ängste erhört worden, weil ein Engel ist gekommen in die Stärke. Und plötzlich war er ruhig in Frieden voll. Aber wie ernstig hat er gebetet? Er hat nachgesinnt. Warum war er so ängstlich? Weil er nachgesinnt hat, während er in der Zeit des Gebetes. Er hat gewusst, dies kommt. Er hat über die Fakten, die zukünftigen Fakten nachgesinnt. Und dann hat er Angst gehabt. Dann hat er gesiegt, nach dem dritten. Ja? Und Vers 8. Welche gute Ergebnisse kamen daraus hervor? Vers 8. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, dem Gehorsam gelernt. Als Mensch musste er den Gehorsam lernen, wie wir. Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, als Wohnpriester vollkommen gemacht worden ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Wir sind von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Wisst ihr, wie dankbar ich bin, dass wir so einen Hohepriester haben? Was hat es ihn gekostet, um Hohepriester nach der Weise Melchisedeks gemacht zu werden durch sein Vater? Er musste die Prüfung bestehen, er musste vollendet werden durch viele Versuchungen ihn durch. Vater, dies und dies, gibt es nicht einen anderen Weg? Muss ich diesen Kelch erledigen? Lass aber nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehen. Jedes Mal, dreimal bestätigt, weil in dem Mund von 203 Zeugen steht jedes Wort fest. Dann hat er gewusst,
dann mit den Schlosserei weitergemacht, war sein, ist sein Angesicht geblieben wie ein Kieselstein danach. Unter den römischen Soldaten, in der Gegenwart von Pontius Pilatus, Kaiaphas, Herodes, Annas, und auf seinem Leidensweg, als er das Kreuz getragen hat, bevor Simon von Cyrene angefangen hat, das Kreuz weiterzutragen, ist er ans Kreuz festgenagelt, an dem Holz festgenagelt worden ist, bevor er hochgehoben ist, um dort für uns zu leiden, von seinem Vater geschlagen zu werden. Alles hat angefangen mit Gebet und Nachsinnen über seine, deswegen war er so ängstlich. Aber so konfrontiere deine Ängste, sinne nach über die Fakten und dann siehst du, weil du so ernstlich betest, hat deine Gebete viel Kraft, wie Jakobus sagt. Ich denke, als Jakobus geschrieben hat, das Gebet eines Gerechten hat viel Kraft, ist sehr wirksam, wenn es ernstlich ist. Möglicherweise hat er an diesem Ereignis gedacht. Ich denke, sie konnten hören, wie er gebetet hat. Weil er hat so laut gebetet, er hat so gekämpft im Gebet, gerungen im Gebet. Aber Nachsinnen spielte eine große, entscheidende Rolle. Was für gute, wunderbare Dinge kamen daraus vor, die ewiglich bleiben werden. So abhängig sollten wir vom himmlischen Vater sein, vom Herrn Jesus, wie er es war, von seinem Vater. Und in diesem Bezug spielt Nachsinnen mit Gebet zusammen eine entscheidende, ausschlaggebende Rolle. Aber jetzt dann zurück zu Jesaja Kapitel 50. Jesaja Kapitel 50. Vers 4, Gott der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zu erquicken wisse. Ich frage mich, ob es doch so war, dass ein Jünger mehrmals erstaunt war. Er hat jedes Mal gewusst, was er jede Person sagen musste. Frau bei Jakobs Brunnen, die Leute, die aus Samaria zu ihm kamen. Und Nikodemus in der Nacht. Was war das Geheimnis von seinem absoluten Erfolg? Dies lesen wir danach. Er weckt morgen für morgen, er hat keinen Wecker gebracht. Er hat nicht gesagt, wie ich mehrmals hier gehört habe von Leuten, warum seid ihr nicht gekommen? Wecker hat nicht, wir haben nicht den Wecker gehört. Der Vater war sein Wecker. Er weckt morgen, als ich noch in der Flitterwoche mit ihm war, habe ich keinen Wecker gebracht. Heutzutage muss ich Susanne sagen, stelle doch das Wecker so spät. Dann ist Susanne so, dann muss ich kämpfen gegen ihr sündhaftes Fleisch. Sag Johann, 3:30 muss ich aufstehen. Ach, ich wollte bis 6 geschlafen haben. Nein, 3:30, vielen Dank. Sie hat mir gesagt, du musst deinen eigenen Wecker schnell bekommen, Johann. Auf jeden Fall, das ist die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Aber er weckt morgen für morgen. Und der Vater konnte nicht warten, um mit ihm zu reden. Ja, er weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Und was er gehört hat, darüber hat er nachgesinnt. Weil in Johannes 15 sagt er, ich bin in der Liebe meines Vaters geblieben, durch das ich seine Worte in mir geblieben sind. Und auf diese Weise hatte ich seine Gebote gehalten. So, Nachsinnen spielt hier eine entscheidende Rolle. Nicht nur Gebet. Gebet muss begleitet sein von Nachsinnen. Vers 5. Und die Nachsinnen über die lebendigen Worte Gottes. Und er redet persönlich zu uns, wie er persönlich zu Christus geredet hat. Vers 5. Eine weitere Bestätigung. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich habe mich nicht widersetzt. Und bin nicht zurückgewichen. Nicht zurückgewichen. Nachdem der Vater so klar zu ihm geredet hat, während die Worte Gottes des Vaters ihm geblieben sind, ist er nicht zurückgewichen. Wir werden auch nicht zurückweichen, wenn wir so viel Zeit verbracht haben werden mit dem Vater und mit dem Herrn Jesus. Dann werden wir wissen. Vers 6, meine Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, die römischen Soldaten. Schlagen. Er ist nicht zum Opfer gemacht worden. Und meine Wangen, denen, die mich rauften, Barte ausgeplückt.
Er hat keinen Rasierer gebraucht. Sie hatten seine Wangen sauber, alle seine Haare herausgepflückt. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Sie haben ihm ins Gesicht gespuckt. Sagt man gespuckt? Ja. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Spurgeon hat doch recht gehabt. Der Vater hat ihn unterstützt auf seinem Leidensweg. Kein Mensch. Aber sein Vater, ja. Aber Gott, der Herr, wird mir helfen. Seht ihr, was kommt alles hervor aus köstlichen Ergebnissen, wenn man anfängt mit Nachsinnen im Gebet, ganz privat. Weil er war doch ganz privat auf dem heiligen Berg mit dem Vater, früh morgens. Darum muss ich mich nicht schämen. Darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein. Dies ist, was wir brauchen. Wir sind nicht entschlossen. Mein Angesicht wie ein Kieselstein. Kieselstein ist super hart. Und die Dinge kommen dagegen, gegen unser Angesicht. Aber dies macht keinen Unterschied, weil der Kieselstein ist zu hart. Kein Erfolg, die Angriffe. Denn ich würde jetzt ein erinnere an einen bestimmten Mann, der irgendwo Präsident ist. Er ist auch so. Denn ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Warum hat er sich gefragt, nicht gefragt, werde ich zu Schanden gebracht werden? Ich wusste, dass ich nicht zu Schanden würde. Und wie merkwürdig, dies ist in der Vergangenheitsform geschrieben, obwohl dies hunderte von Jahren bevor er gekommen ist, aufgeschrieben ist. Weil er hat Zeit mit seinem Vater verbracht. Sagt man verbracht. In Gebet und in Flehen und in Nachsinnen. Er hat gewusst. Und die Worte seines Vaters lebten in ihm. Vers 8, der mich rechtfertigt, ist nah. Sein Vater war ihm nah. Wer will mit mir rechten? Wer will mich ins Gerichtshof bringen? Und denken, sie werden Erfolg bekommen. Lass uns miteinander hintreten. Wer will gegen mich Anklage erheben? Er trete Herr zu mir. Merkt ihr, wie viele Male er seinen Vater erwähnt? Ja. Erwähnt hat. Durch den Prophet Jesaja. Er trete Herr zu mir. Wie viele Mal hat er bis jetzt seinen Vater erwähnt? Zähle selber. Wer nachsinnt und mit dem Herrn, mit dem Vater, mit dem Sohn alleine geht und viel Zeit mit ihnen verbringt, ohne andere Menschen dabei, flehen, beten, hören, was er hört, darüber hat er nachgesinnt. Wie Maria hat er diese Worte in seinem Herzen bewegt, alles was er gehört hat. Deswegen blieb die Worte in seinen Gedanken und Herzen, deswegen hat er alle die Geburten seines Vaters perfekt gehalten. Er trete Herr zu mir. Möchtest du dies auch? Der Herr Jesus trete Herr zu mir. Der himmlische Vater trete Herr zu mir, weil ich habe diese Kombination verübe ich. Praktizieren wir von Nachsinnen und Beten. Er trete Herr zu mir. Und Vers 9 wieder sein Vater. Er handelte in dem Bewusstsein von der köstlichen, liebevollen, unterstützenden Gegenwart seines Vaters. Vers 9, siehe Gott, der Herr steht mir bei. Nur einige Stunden lang oder eine kurze Zeit lang hat er dieses Bewusstsein nicht mehr erfahren, als er am Kreuz hing, als er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehe Gott, der Herr steht mir bei. Ein Mensch braucht doch Unterstützung von seinem Vater und er war ein Mensch, obwohl perfekt. Siehe Gott, der Herr steht mir bei. Wer will mich für schuldig erklären? Mit Antworten. Er hat sich nicht gestört an was den anderen gesagt haben, weil solange mein Vater zufrieden ist, sollten wir nicht auch sein Vorbild nachfolgen? Lass die anderen zufrieden sein, solange der himmlische Vater zufrieden ist, Jesus Christus zufrieden ist. Solange ich mich gut erkundigt habe, durch Nachsinnen und Flehen und Gebet, und ich werde wissen, und ich weiß, dies und dies sollte ich tun, muss ich doch ein Angesicht haben wie ein Kieselstein, entschlossen, nicht zurückweichen, vorwärts, weil der Herr wird mir Erfolg schenken. Die Menschen können es nicht tun. Wenn ich Kompromisse machen würde, werde ich Probleme bekommen. Und lasse ich euch sagen, der Herr hat mir geholfen, um nicht über die Jahre Kompromisse zu machen. Darum war meine Anfechtung und Streit und Kämpfe so groß.
Deswegen haben bestimmte Leute aufgehört, eine Zehnte zu geben. Zeitenlang gab es nicht genügend Geld, dann kam das Geld wieder. Aber lass uns auf dem Herrn stützen, im Nachsinn und Gebet und flehen. Seine Worte muss in uns leben. Und wie könnte seine Worte ins Leben ohne Nachsinn und Gebet? Ernstliches Gebet. Möchtest du auch so dir bewusst bleiben von seiner köstlichen Gegenwart? Amen. Vers 9, siehe, Gott, der Herr, steht mir bei. Wieder. Wer will mich für schuldig erklären? Siehe, sie werden alle zerfallen wie ein Kleid, die Motte wird sie fressen, sie werden alle vergehen. Die Leute, die gegen dich kämpfen jetzt, sie sind bloße, vergängliche Menschen. Und dies ist nur eine Prüfung, dass du so Widerstand bekommst. Stelle deinen Vater an der ersten Stelle. Mache keine Kompromisse in Jesus Christus. Lass seine Worte in dir leben, durch das du nachsinnst. Vers Sinn und Wissen, und dann wirst du deine köstliche Gegenwart spüren, immer näher, immer näher. Vers 10, wer unter euch fürchtet den Herrn? Wer gehorcht der Stimme seines Knechtes, wenn er in Finsternis wandelt und ihm kein Licht scheint, so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinem Gott. Ach, wie köstlich, so vertraue er, auch als er kein Licht mehr saß, kein Strahl, physisches Licht, geistliches Licht. Heute Morgen haben wir gesehen, es wurde um 3 Uhr nachmittags ganz finster und dunkel. Kein Licht scheinte, denn die Sonne hat aufgehört zu scheinen. In Finsternis ist er gestorben, in inneren Finsternis auch. Kein Strahl Licht im inneren Menschen gespürt oder im äußerlichen gespürt. Trotzdem so vertraue er auf den Namen des Herrn und halte sich an seinen Gott. Wann werden wir anfangen zu sagen, ich spüre nichts, meine Gefühle sind leer, ich spüre nicht die Gegenwart sein, ich spüre nur Finsternis und eine Leere. Friede spüre ich nicht mehr, Freude spüre ich nicht mehr, seine Liebe spüre ich nicht mehr, seine Gegenwart spüre ich nicht mehr, seine Unterstützung und Kraft spüre ich nicht mehr. Aber ich vertraue auf den Namen des Herrn. Nicht auf den Herrn, sondern auf seinen Namen, weil er ist unterstützend, Helfer in der Not, der Treue, der sich selbst nicht verleugnen kann. Und halte sich an seinen Gott. Lass uns an unseren Christus und unseren Gott und himmlischen Vater halten. Aber wann werden wir Erfolg bekommen? Nur durch diese Kombination. Alleine gehen, früh aufstehen, hören. Aha. Okay, weiter beten. Hören. Nicht mehr, wir wurden die Worte lebendig gemacht. Oh, jetzt weiß ich genau alles. Dann geht man vorwärts mit ihm. In dem Bewusstsein, er ist da. Vers, okay, so. Und dies hat alles gebracht. Deswegen hat er völlig Erfolg bekommen. Was sind die Ergebnisse davon? Dass er völlig Erfolg gekommen hat. Jetzt haben wir einen Opriester, wir haben einen Herr, einen Erlöser. Deswegen konnte ich predigen, wie ich heute Morgen gepredigt habe. Befreit von dem Fluch des Gesetzes und dem Fluch Gottes. Christus ist für uns zum Fluch gemacht worden, weil er hing am Kreuz. Aber er hat gesiegt und er ist beerdigt worden. Er ist auferstanden, auferweckt worden, zum Himmel aufgefahren, erherrscht. Er ist jetzt unser Erlöser, unser Heiland, unser Priester, Prophet, König, unser alles. Der Vater hat ihn belohnt, der Vater belohnt alle, die Christi Vorbild nachfolgen, bezüglich Fürbitte und Flehen und Nachsinns. Wunderbar. So werden wir auch unsere Bahn, in unserer Bahn bleiben können bis zum Ende, wie Paulus mit Erfolg. Okay, jetzt sind wir haben genügend geredet über Christi Vergangenheit. Was haben wir gemacht? Wir haben so ein bisschen nachgesinnt über Christi Vergangenheit. Jetzt sinnen wir nach über Christi Gegenwart. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Kolosser Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, man muss nachsinnen, bin ich in der Tat aus meinem geistlichen Grab mit Christus auferweckt worden? Hat er mich lebendig gemacht? Wenn doch, so sucht das, was droben ist,
wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, wisst ihr was? Es gibt nicht die geringste Möglichkeit, dass wir die Dinge suchen können, die droben sind, wo Christus sitzend ist, auf dem Thron bleiben, sitzen zur Rechten Gottes, ohne da über diese herrliche Realität nachzusinnen. Dies ist die einzige Weise, um es zu suchen, kontinuierlich. Es gibt keine zweite Weise, keine alternative Weise. Zwei, trachtet nach dem, was droben ist. Man kann nicht danach trachten, was droben ist, ohne darüber nachzusinnen im Gebet, im privaten Gebet auch. Was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Mit anderen Worten, alle irdischen Dinge sind von weniger Bedeutung. Und warum? Komma Punkt und dann der Grund. Weil der Christus, der dort ist, ist für dich dort, ist für mich dort, ist für uns dort. Er handelt um unsere Liebe. Denn ihr seid gestorben. Ihr seid der Sünde gestorben, ihr seid neue Menschen geworden in euer Leben. Ihr seid auferstanden aus dem Toten, auferweckt worden. Und jetzt ist euer Leben verborgen in der jetzigen Zeit, in der Gegenwart. Und dies kontinuierlich verborgen mit dem gesalbten Messias, mit Christus, in Gott dem Vater. Wo befindet Christus sich? Im Herzen des Vaters, sagt Johannes in dem Johannesevangelium, die richtige Übersetzung. Wo befinden wir uns? Wir befinden uns in zwei Personen. Wir befinden uns eigentlich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist, durch das wir in Christus uns befinden, im Herzen des Vaters. Ich denke, die Rippe, die Gott genommen hat, als Adam eingeschlafen war, um eine Frau für ihn zu bauen, die zu ihm passend sein würde für ihn, war hier nah an seinem Herz. Ach, sie war sein Liebling von der ersten Sekunde an. War er begeistert? Es ist nicht wunderbar, über diese Dinge nachzusinnen. Einfach davon zu wissen, reicht nicht aus. Nachsinnen, so trachten wir danach, so suchen wir diese Dinge und dann wird es zur Realität. Ich habe gemerkt, es wird ja doch immer so gehandelt, der Vers muss mich zuerst angreifen, Besitz von mir nehmen und dann spüre ich die Kraft und die Freude und die Begeisterung, den Eifer. Und dann werde ich so predigen, wie ich vorbereitet habe. Wir werden dies als Realität erfahren, wenn wir nachsinnen, werden suchen, durch nachsinnen im Gebet. Nachsinnen. Bis der Heilige Geist es uns so zur Realität gemacht haben, dass wir nicht davon abweichen werden. Und die irdische Dinge wird an der letzten Stelle sein. Wie es mit Maria war, als sie zu Jesu Christi Füße geblieben ist. So anders als ihre Schwester Martha. Okay. So. Jetzt Philipper Kapitel 3. Weil die Zeit geht schnell vorbei. Philipper Kapitel 3. Vers 11. Damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus hat darüber nachgesinnt. Ich will zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Damit hat er gemeint, wir werden zuerst aufstehen. Bevor die verlorenen Toten. Ich möchte vor Christus stehen. Ich möchte in die Luft begegnen. Vers 12. Nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Zwei Dinge aber tue ich. Nein, eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich frage mich, wie viel von euch wisst noch, dass dies war meine erste Predigt in diesem neuen Gebäude. Diese Bibelstelle, Vers 4, diese Bibelabschnitt. Und jage auf das Ziel zu, Vers 14, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Nicht in Jesus Christus, in Christus Jesus, in den himmlischen Christus. Und dann eine sehr, okay,
Und dann eine nicht so optimale Übersetzung. Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird auch euch Gott auch das offenbaren. Elberfeller hat mehrmals recht in der Fußnote. Was steht in der Fußnote von Elberfeller geschrieben? So viele nun vollkommen sind, lasst uns daar auch sinnen. Meine Englische Bibel sagt, let us meditate on these things. Lasst uns über diese Dinge nachsinnen. Lasst uns darauf sinnen. Und dann weiter. Und wenn ihr in irgendeiner Macht, macht Elberfeld weiter mit den folgenden Worten danach. Mit den weiteren Worten nach, und wenn ihr in irgendeinem Punkt anders gesinnt seid, so wird Gott euch auch dies offenbaren. Hier redet er von den gereiften, von den starken Christen, von den meistgereiften Christen. Ihr sollt weiter darauf sinnen. Darauf sinnen all diese Dinge, und dann werdet ihr mit Erfolg dies alles nachjagen. Und nicht zurückziehen, wie wir es von Christus selber gesehen haben, aus Jesaja 50, Verse 4 bis 10. Und wir werden gereifter und gereifter werden. Und was so köstlich ist, zusätzlich dazu, und wenn ihr in irgendeinem Punkt anders gesinnt seid, so wird Gott euch dies offenbaren. Die Dinge, in Bezug, worauf wir falsch liegen, wird er uns dann auch offenbaren. Er belohnt die Leute, die auf ihn harren, in der Stille nachsinnen über unseren Dienst für den Herrn. Wie könnte ich es schaffen, um meinen Dienst für dich richtig zu machen, oh Herr Jesus? Dann wird er und sagt er nicht nur ich, ihr sollt mein Vorbild nachfolgen. Ich befinde mich nicht nur unter den schwachen, kleinen Schwerchristen, ich befinde mich unter den Gereiften auch. Aber lasst uns so handeln. Dann werdet ihr noch gereifter gemacht werden. Auch die Dinge, in Bezug worauf ihr falsch liegt, werden euch auch offenbart werden und ihr werdet immer mehr Erfolg haben. Seht ihr, wie entscheidend Nachsinn ist. Kombiniert mit Gebet. Hat irgendjemand eine Ahnung von, wie lange ich schon gepredigt habe bis jetzt? Auf jeden Fall. Philipper Kapitel 3, Verse 20 und 21. Unser Bürger, er hat geredet über die Leute, die immer über irdische Dinge nachsinnen. Sie sind immer irdisch gesinnt. Sie sinnen immer nach über die irdischen Dinge. Wie kann ich ein neues Bild von mich auf WhatsApp stellen? Was für ein Bild sollte ich darauf stellen? Ich habe noch keine Bilder auf irgendeinem WhatsApp gehabt. Und ich kritisiere niemanden, aber ich bleibe in Erstaunen darüber. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein neues Bild. Ich bin mir nicht so sicher, dass wenn man so fokussiert ist auf solche Dinge und bleibt, man über den himmlischen Dingen nachsinnen werden kann. Mit Erfolg, ich bin mir nicht so sicher, aber ich beleidige niemanden. Ich sage nicht, dass ihr es mal schaffen könntet, aber versteht doch, man trachtet entweder nach den himmlischen Dingen, wo wir mit Christus sind, oder nach den irdischen Dingen. Man kann nicht beide tun. Diese Art von Multitasking kann niemand schaffen, auch nicht die Frauen. Auf jeden Fall, unser Bürgerrecht, aber im Kontrast zu den anderen, die ich schon erwähnt habe, ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Aber habt ihr gemerkt, Vers 20, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel, ist im Himmel, von woher wir auch was, den Herrn Jesus Christus was, erwarten,
kontinuierlich. Und nochmal sage ich, ist das Wort Nachsinnen kommt nicht hier vor, aber es ist der Begriff. Der Begriff kommt vor. Die Realität kommt vor. Man kann nicht Christus erwarten und erwarten und erwarten, wenn man nicht, wenn man, nachdem man aufgehört hat, über seine Wiederkunft nachzusinnen. Das ist die einzige Weise, um ihn fortwährend zu erwarten. Da an ihm denken, an seine Wiederkunft denken, oh Herr, wann kommst du? Ich verzichte auf seine Zukunft und unsere Zukunft mit ihm, weil ich habe so eine Ahnung, die Zeit ist fast vorbei. Solido Gloria, Amen.